Ist das nicht geil? Also, ich muss schon sagen, echt nochmal ein herzliches Dankeschön an den Freund von Mastengo und natürlich auch Mastengo für die Idee, doch ein Intro bei mir mit einzufügen. Und ich finde das so klasse, da ich mir natürlich schon mal Gedanken darüber gemacht habe. Aber ich muss sagen, das Ganze übersteigt dann doch so ein bisschen meine künstlerischen Kompetenzen. Ich kann sowas überhaupt nicht, auch wenn ich selber zwar im IT berate und auch arbeite, muss ich sagen, sind so Grafikprogramme oder auch Videobearbeitungsprogramme, Bildbearbeitungsprogramme echte Fremdwelten für mich. Und ich habe auch sehr, sehr lange gebraucht, um hier die kleinen Thumbnails zu erstellen oder auch die Videos hier zusammenzuschneiden mit Bild und Ton. Das hat echt lange gedauert. Und für so ein Intro, da hätte ich wahrscheinlich noch Jahre für gebraucht. Also echt nochmal Dankeschön an euch und nebenbei zeige ich euch so ein paar billige Lootangriffe von mir, die ich heute so im Laufe des Tages gemacht habe. Ich fahre mir im Moment mit einer Armee, die ein bisschen länger dauert, deswegen bin ich auch gar nicht so häufig online gewesen heute, da die Armee doch dann noch ein bisschen braucht, um fertig zu werden. Und dementsprechend ist ja sowieso das Thema ein ganz anderes, nämlich unser nächster CK-Gegner heute Abend. Ich hatte ja versprochen, dass ich noch ein Video machen werde, wie unser neuer Gegner aussieht. Dementsprechend stelle ich euch den Gegner auf jeden Fall gleich vor. Hier aber ein schöner Lot AG, muss ich sagen, mit den Bolan-Magiern am Ende, beziehungsweise ich nehme immer jetzt, zumindest wenn ich Dunkles farme, so ein paar Miner schon mal mit ins Geschäft. Und hier hat wunderbar der Lote die Seite gewechselt, war aber auch eine inaktive Base oder halt noch nicht in Liga. Und so zog sich das hier ein bisschen hin. Ich habe also zurzeit wirklich schöne Lotangriffe, je nachdem, was ich halt brauche. Und mein Ziel ist eigentlich, dass ich mit irgendeinem Bob die Queen auf 33 hinlege. Im Defense-Bereich sieht es hier eher mau aus. Also das letzte Mal, wo mir richtig was geklaut wurde, war vor 3 Tagen. Sonst sieht man selber, verliere ich nicht wirklich wenig, was ich natürlich auch gut finde. Dementsprechend ist mein Plan, den ich hier gestern schon aufgestellt habe, den Inferno hier morgen zu leveln. In den paar Stunden, die Kanone noch läuft, sicherlich ein Stück näher gekommen. Ich habe jetzt 4,5, farme heute sicherlich noch ein bisschen was ein, auch neben dem CK her. Und wir gucken jetzt aber trotzdem jetzt mal ins Geschehen um unseren Clan-Gegner. Wir spielen gegen einen Level 5 Clan, was im ersten Moment, wenn man sowas sieht, so sieht das ja aus. Guckt man hier oben hin, aha, 11 zu 5, okay. Man guckt sich den Clan an, ja, oh, 30 Siege nur, okay, dann Clan Level 5. Windstrike ist einer. Und dann vergleicht man ja eigentlich in erster Linie so ein bisschen, also zumindest tue ich es immer. Ich zähle halt immer ganz stumpf, aha, wir haben 6 Elfer. Wir haben darunter so ein paar Zehner. Die hören hier unten immer bei unserer 9-5er Steffi auf zurzeit. Und dann kommt bei uns hier ein Haufen Neuner. Und unsere nicht zu unterschätzenden Achter. Da haben wir diesmal 1, 2, 3, 4, 5 Stück dabei. Plus Joker da noch in der Mitte. Mit seinem RH 8,5. Und dementsprechend guckt man dann, wo stehe ich denn eigentlich? Ah, okay, ich bin 16. Wir gucken uns den Gegner an, haben gedacht, zumindest habe ich gedacht, naja, das ist ja schon mal ganz nett auf Höhe. Hier geht es erstmal bis 5 mit den Elbern, dann haben wir hier einen Sechser, hier haben wir noch einen Elber dazwischen. Aber dann kommt es schon dicke, also das sind mit Masse alles echte Zehner. Da gibt es kaum jemand, der keine Infernos auf 3 mindestens hat. Keiner hat weniger als 240 Truppen. Und hier hört das auf mit den Zehnern, also bei 23. Wir gucken mal, wo das bei uns so ist. 23, ihr seht selber, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Donnerbengel hat also noch die letzte 10er Base erwischt. Und da ich die Bases alle schon gesehen habe, muss ich sagen, werden die das nicht machen müssen. Denke ich mal, wir müssen einfach runtergehen. Das liegt aber noch an ganz, ganz was anderem. Danach kommen bei denen auch ein paar Neuner. Oh, erstmal nur zwei, dann kommt mal wieder ein Zehner dazwischen, dann kommen Neuner und jetzt guckt euch das an hier unten. Nur Neuner. Kein einziger Achter. Das ist eigentlich ein Unding. Also, das,
ich kann es mal wieder nicht beschreiben. Und wenn ich mir selbst den 40. Jahr angucke, das ist ein RH9, das ist auch noch, das ist nicht mal ein R8,5 oder ein 8,75, das ist ein RH9, Punkt. Der hat zwei X-Bögen, der hat Queen und King in der Mitte, hat teilweise schon Dev auf RH9 Niveau und ich möchte mache jede Wette, dass hier auch Level 7 Tesla schon hochpoppen. Hat hier zwar noch eine RH8 Clan Base, aber jeder ist da ja anders, was das Leveling angeht. Aber 240 Truppen und für einen RH anfangs 9er ganz ordentlich, kann man nicht meckern, muss man sagen, hat 8 gut durchgemaxt und ist sicherlich auf dem Weg, ein guter 9er zu werden. Vom Level her passt das auch. Der hier macht alle unsere 8er, muss man sagen. Mit dieser Truppe bei 367 Sternen weiß ich nicht genau, ob da nicht doch mal ein Patzer dazwischen ist, aber diese Base macht alle unsere 8er. Und was machen unsere 8er? Nix. Unsere 8er können hier unten nicht ein 3-Stern holen, gar nichts. Bei uns kann vielleicht dann unser 34. so ein bisschen mit dem 3-Stern anfangen, aber dann auch ganz, ganz hier unten in dem Bereich 40, 39, 38. Höher geht schon gar nicht. Also es ist mal wieder ein Unding. Wir überlegen uns da eine Taktik, wie wir unsere 8er einsetzen können hier im CK. Es kann ja sein, wir müssen noch eine Stunde und 15 Minuten warten. Dass hier oben in dem Bereich, im 10er, 11er Bereich vielleicht sogar, Bases so aussehen, dass man relativ easy einen Stern holen kann, wenn nicht sogar zwei. Und das bleibt in jedem Fall abzuwarten. Also es bleibt auf jeden Fall spannend. Wir schreiben das Ding nicht ab. Einige haben schon wieder aufgegeben, aber wir schreiben das Ding nicht ab. Einige sind sogar sehr zuverlässig. Ich bin auch irgendwann wieder etwas zuverlässiger geworden, als ich gesehen habe, oh, der Gegner hat ja seinen Warlock offengelegt. Dann kann man es auch zeigen. Und wir sehen sehr viel Rot hier, sehr, sehr viel Rot. Und ich hätte fast gesagt, selbst bis Clan Level 5 haben die sich durchgestorben mit nur 30 Wins und 95 Losses. Das ist ja schon heftig. Und dementsprechend sieht hier auch das Lock aus. Ja, das ist also... Aber es kann natürlich auch eine ganz andere Truppe am Start sein. So ein Clan ist ja auch sehr dynamisch. Und es kann ja sein, dass die wirklich schlecht angefangen haben, hatten dann irgendwann eine gute Phase. Dann gehen wieder einige Leute, vielleicht auch dann viele Stammspieler oder gute Spieler. Und dementsprechend ist man dann natürlich ein bisschen motivierter oder unmotivierter. Wir sind sowieso immer sehr motiviert von den Warriors, muss ich sagen. Wir nehmen jeden CK sehr ernst, motivieren uns gegenseitig, auch wenn es manchmal ein Unding ist oder eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit ist. Haben wir schon einige Kriege gewonnen, wo man meint, oh, das Ding ist aber heftig verloren. Und deswegen, wir lassen uns einfach mal überraschen, wie das Ganze ausgeht. Ich habe ja vor, ein bisschen was live mit zu streamen. Allerdings macht mir die Zeit so ein bisschen Strich wahrscheinlich durch die Rechnung. Da muss ich mal gucken, wie ich das später gestalte. Ich kann ja auch jetzt nicht sagen, Leute, greift mal in der Zeit von, 10 bis 11 Uhr an. Am Abend, dann kann ich richtig viel zeigen. Ich kann es ja auch später zusammenschneiden, aber schöner ist natürlich, wenn wir ein bisschen was live mitkriegen. Wie auch immer, ich lasse beides laufen, PC und Tablet. Und wo ich was live reinkriege, nehme ich es auf und kommentiere es ein bisschen, so dass wir so ein bisschen so einen kleinen Verlauf haben. Ja, hier habe ich mal mit meinen neuen Trüppchen gefarmt. Die Valkyren haben jetzt einen Rucksack auf dem Rücken, das heißt, sie sind Max Level. Und sind zwar jetzt total scheiße gelaufen, macht aber nichts. Letztendlich ist es ja auch nur ein Farmangriff, wo es mir darum geht, dass ich hier ein bisschen Dunkles abgrabe. Viel Gold, viel Elex. Das ist mir ganz gut gelungen. Ich wollte mich auch mal an so etwas stärkere Tesla schon mal orientieren, da ich die als Gegner jetzt auch vermehrt kriege, auch in den CKs. Und da kann ich natürlich jetzt nicht mehr sagen, ich bin ja nur ein Anfangszehner, habe jetzt meine ersten Max-Truppen, eigentlich gute Truppen. Und wir sind da gut am Start. Auch hier hat der Lot nett gewechselt. Ist mir leider nur die Zeit dazwischen gekommen. Aber ich bin guter Dinge, dass wir hier etwas hinbekommen. Sage nochmal an der Stelle, gefällt euch das hier, lasst einen Daumen hoch oder von mir aus auch ein Abo. Abo ist natürlich immer netter und ein Aufruf. Danke nochmal an Mastengo und seinen Freund für das wirklich tolle Intro. Und herzlichen Glückwunsch nochmal an Oleg, der heute seine Vaterschaft entgegennehmen durfte. Das heißt also, er ist ganz stolzer Vater geworden. Kann sein, dass wir ihn im CK nicht sehen, aber
Das sehen wir ganz gelassen, das kompensieren wir irgendwie. Und ich würde sagen, ich verbleibe einfach. Euer Toto Plescht.